Normalerweise kommt man mit dem Flugzeug aus Europa nach Chicago. Wir sind mit dem Schiff da, über den Atlantik, den St. Lorenz-Strom hinauf in den Lake Michigan hinein, ankern wir jetzt am Navy Pier im Hafen von Chicago. Die MS Columbus, das ist unser schwimmendes Hotel. Nach dem herzlichen Empfang durch die Stadtmusikanten sind wir gleich in die Stadt geeilt und stehen jetzt vor dem Jean Dubuffet Kunstwerk am State of Illinois Center im Zentrum von Chicago. Und da ist nun das entsprechende Gebäude dazu. Es stammt von dem in Deutschland geborenen Architekten Helmut Jahn. Er ist auch bei uns hier bekannt. Er hat in Frankfurt den Messeturm gebaut, er hat in München Hochhäuser gebaut. Also er hat sich auch in Europa einen Namen gemacht. Also für Amerika ist dieses Gebäude niedrig. Es hat nur 13 Stockwerke. Es wurden immerhin 10.500 Tonnen Stahl verbaut. Das Haus beinhaltet neben der Stadtverwaltung auch Läden und Restaurants. Täglich kommen etwa 210.000 Leute in dieses Gebäude. Nicht alle Architekten wollen dem Monsieur Eiffel nacheifern. Hier ist mehr Beton verwendet, freundlichere Farben und an der Spitze ein antikes Dach. Hier liegt das Richard Delay Civic Center Plaza in der Morgensonne. Dort begrüßt uns eine Plastik von Picasso. An der Washington Street steht Miro. Das ist die Warenterminbörse. Hier wird spekuliert, wie an allen Börsen, aber hauptsächlich und ausschließlich mit Mineralien, mit Erdöl, mit Weizen und so weiter. Diese Bank stellt 1 Million Dollar in 1-Dollar-Scheinen dar. Das gibt einen Würfel etwa einen Kubikmeter groß. Das ist das Adlerplanetarium im Hintergrund. Der Herr im Vordergrund mit Säbel ist mir unbekannt. Jetzt gehen wir hinüber nach Downtown Chicago und schauen uns die Wolkenkratzer an.
Das ist der Sears Tower, 442 Meter hoch. 23 Jahre lang trug er die Krone des höchsten Wolkenkratzers der Welt. Jetzt gehen wir die Michigan Avenue hinauf nach Norden, vorbei am Café und Restaurant Banana Republic. Dort stoßen wir auf das alte Wasserwerk, das einzige Bauwerk, das den großen Brand 1871 überstanden hat, weil es mit Backstein gebaut war. Von der 70. Etage des John Hancock Buildings schauen wir hinunter auf Downtown Chicago. Dort sehen wir den Buckingham Fountain. Er soll der größte Springbrunnen der Welt sein. Offenbar war von hier noch niemand in Versailles oder in anderen Schlössern in Europa. In Amerika ist alles groß, auch die Familien und somit die Kinderwägen. Wir fahren von der 70. Etage abwärts, denn wir müssen rechtzeitig zurück zum Schiff. Dabei verabschieden wir uns von dieser Stadt mit einem Blick auf einen der jüngsten Bürger.